Meine Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch im Juli hat unser Gemeinderat noch ein straffes Sitzungsprogramm vor sich mit zahlreichen Ausschüssen. In dieser Woche tagt zum Beispiel der Ausschuss für Bildung und Betreuung mit zwei wichtigen Themen auf der Agenda. Hier geht es zum einen um die weitere Digitalisierung der Sindelfinger Schulen. Wir haben ja bereits den Startschuss gegeben für den Anschluss aller Schulen an unseren eigenen Glasfaserring mit einer entsprechend hohen Geschwindigkeit. Jetzt geht es darum, dass die Unterrichtsräume weiter ausgestattet werden. Da wurde ja schon viel gemacht, aber es gibt hier noch ein großes Programm, was wir auflegen. Und übrigens auch weitere Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer. Zudem wird uns im Ausschuss intensiv beschäftigen, sicherlich auch in den weiteren Gremien, das weitere Vorgehen bezüglich der Schulentwicklung in Darmsheim. Auch wie geht es weiter mit dem sogenannten Rappenbaum-Areal? Hier schlagen wir mehrere Punkte vor. Wir schlagen vor, zum einen die Mehrzweckhalle zu sanieren, die auch gerne von der örtlichen Gemeinschaft genutzt wird. Wir schlagen ebenfalls vor, das Hallenbad zu sanieren. Wir empfehlen auch, das alte Schulgebäude abzubrechen. Das kann nicht mehr saniert werden. Damit ist neuer Gestaltungsspielraum entsprechend vor Ort gegeben. Zudem empfehlen wir im Detail die Schulentwicklung in Darmsheim anzuschauen, gemeinsam mit der Schulgemeinschaft, mit der Bürgerschaft und mit der Politik hier nochmal die Perspektiven der Schulentwicklung, auch den entsprechenden Raumbedarf für die weitere Schulentwicklung anzuschauen und zu definieren. Und wir wollen gleichzeitig dann aufarbeiten die Entscheidung, wo soll die weitere Schulentwicklung stattfinden. Entweder mit einer Sanierung, Erweiterung im Bereich Birkleweg, wo die bisherige Grundschule ist, oder eben mit einem Neubau im Bereich Rappenbaum. Und hier planen wir die finale Entscheidung dann Ende des Jahres. Zudem tagt auch der Sportausschuss. Hier steht auf der Agenda unter anderem erneut die Sanierung und Weiterentwicklung unserer Sportstätten. Hier planen wir den Baubeschluss für den Bereich Floschen Ost mit der Sanierung Tribüne, Kiosk, Kassen. Immerhin fast 2 Millionen Euro werden hier investiert und wir setzen hier einfach weiter auf Zukunft, investieren in die Zukunft unserer Stadt. Vielen Dank.